Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Das Spiel in Nürnberg war sehr, sehr intensiv und ich glaube, dass wir auch ganz gut ins Spiel reingekommen sind. Zur ersten Halbzeit hin hat sich dann Nürnberg ein bisschen besser entfalten können, aber wir hatten es eigentlich soweit im Griff. Es ist natürlich auch eine sehr, sehr spielstarke, gute Mannschaft, die in der Liga, glaube ich, immer auch über das komplette Jahr relativ weit oben spielen wird. Das 1-0 fiel dann natürlich ganz gut, kurz nach der Halbzeit für uns und hatten dann eigentlich auch zwei, drei gute Chancen, das auf 2-0 zu stellen, die wir leider verpasst haben. Warum wir dann nach dem Ausgleich nochmal so zurückgekommen sind, kann ich nicht erklären, aber ist auch wahrscheinlich ein bisschen der Lauf der Dinge momentan, dass wir uns dieses gewisse Glück, ich würde es noch nicht mal Glück nennen, dass wir es einfach uns erarbeiten, dass wir halt dann nochmal so eine Torchance bekommen und die dann auch machen. Erstmal treten wir mit einem gesunden Selbstvertrauen auf und sind auch sehr überzeugt von uns und wissen, dass wir in der Liga mit jedem mithalten können und haben das auch in der Vergangenheit bewiesen, wenn wir das abrufen, was wir können. Und das haben wir dieses Jahr ganz schön oft geschafft. Und deshalb haben wir auch so viele Punkte hinbekommen. Also wir hatten ja auch schon ich durfte schon das ein oder andere Spitzenspiel in der dritten Liga bestreiten und auch die Pokalspiele waren natürlich immer sehr, sehr besonders. Im Liga-Alltag ist es klar von der Tabelle her ein Spitzenspiel, aber ich glaube, wir können es ganz gut einschätzen, wie wir damit umgehen können oder umgehen sollten. Und ich bereite mich nicht anders darauf vor, ich freue mich aber umso mehr auf eine riesen Kulisse, die so ein spitzendes Spiel dann mitbringen kann oder wird. Gute oder schlechte an der ganzen Situation, dass wir jetzt gegen Düsseldorf spielen, ist ja, dass wir schon gegen sie gespielt haben und können aus dem Spiel relativ viele Schlussfolgerungen ziehen und haben auch gemerkt, dass wir definitiv mithalten können. Und zu Hause haben wir einen sehr, sehr angriffslustigen Plan und wollen dann natürlich relativ schnell das Publikum auf unsere Seite bringen und Düsseldorf auch ein bisschen überrennen, so wie wir es diese Saison öfter mal gemacht haben. Ja, ein bisschen aus Langeweile heraus geboren. Also nach meinem Abitur, was ich nachgeholt habe, hatte ich abends relativ viel Freizeit und die wollte ich dann doch nicht auf der Couch verbringen und habe dann bei Samir mal angefragt, was da möglich ist, bei wem ich da reinschnuppern kann. Dann hat er mir angeboten, bei Olli Krause zuzugucken im letzten Jahr schon und das hat ganz viel Spaß gemacht. Dann ist Manu noch dazu gekommen, dann war die quasi einer zu viel, dann hat sich in der U19 was ergeben und jetzt bin ich halt zwei, dreimal die Woche bei der U19 dabei. Es macht mir auch Spaß, es ist, glaube ich, ganz cool für die Jungs, dass die, wenn die oben mittrainieren, direkt einen Ansprechpartner haben, wo sie vielleicht nicht die Hemmungen haben wie bei Fabi oder Tom oder irgendwem anders aus der Mannschaft. Ja, der Uwe Grauer macht schon das komplette Training und bereitet die Einheiten vor. Ich probiere dann relativ viel individuell mit den Jungs zu besprechen, die zu korrigieren. Was mir halt auffällt, da bin ich auch relativ frei von Uwe und lässt mich da machen und finde es auch gut, wenn ich die Jungs direkt anspreche. Also das ist meistens im persönlichen Coaching. Ich hoffe, das ist noch so 7 bis 10 Jahre hin, aber tendenziell ist jetzt gerade genau die Phase, um das herauszufinden. Und es macht mir schon Spaß. Und ich probiere mich ein bisschen aus und werde dann auch genügend filtern können. Und es ist halt immer so, man weiß nie, was passiert in Zukunft. Aber es macht definitiv Spaß und ist sehr, sehr interessant.